Tag auch, ihr Nasen, und herzlich willkommen zurück zu Kingdom Come Deliverance. Ich bin schon nach Meerweg gereist, musste mir einen sehr unbequemen Schlafplatz suchen. Ich bin nämlich um Mitternacht angekommen, deswegen habe ich gedacht, ich hau ihn mal aufs Ohr. Wobei, bequem ist echt anders. Ihr werdet gleich sehen, was ich meine. Ja, ich durfte auf einer alten Bank pennen. Naja, was willst du machen? Futter gibt's, ne? So. Hauen wir den Ranzen voll. So. Jetzt sind wir hier einen Gefangenen verhören. Jetzt müssen wir aber erstmal rauskriegen, wo der ist. Da ist jemand den König verhören. Da wach mal noch besser. Der wird so wohl wissen. Nein, ich will den nicht bestehlen. Dann rede ich halt mit dir. Grüße. Was ist hier geschehen? Das blanke Grauen. Wir wurden von Banditen angegriffen und dann brach auch noch die Pest aus. Jesus Christus. Der Allmächtige straft uns für unsere Missetaten. Von der Pest habe ich nichts gewusst. Diese Banditen, wer waren sie? Diebisches Gesindel. Was weiß ich, vielleicht diese verdammten Kumanen. Aber sie sprachen Tschechisch. Frag den Gefangenen bei Melicha. Dann wissen wir schon mal... bisschen mehr, wo wir den finden. Wir hatten Glück. Der junge Stroh hat die Brut schon vor dem Dorf erspäht und den alten Melicha gewarnt. Ohne ihn wäre jetzt keiner mehr hier. Offenbar habt ihr ihnen keine Chance gelassen. Ich sehe keine verbrannten Häuser. Dafür hatten sie keine Zeit. Aber sie haben uns mit frischen Gräbern zurückgelassen. Den jungen Stroh und ein paar andere haben sie übel zugerichtet. Und wir haben Verwundete. Die Krönung ist jetzt die Pest. Jesus, hilf! Melicha? Stroh? Die Namen sind mir neu. Einheimische. Melicha steht im Dorf vor, seit der alte Smil aus Neuhof verstorben ist. Gott sei seiner Seele gnädig. Und Stroh ist ein hiesiger Holzfäller. Armer Kerl. Die Banditen haben seinen Sohn getötet. Und sein Weib hat die Pest. Wo finde ich Melicha? Wenn du beim Haupttor vom Stall stehst und über die Straße blickst, sein Haus ist das auf der linken Seite. So, ich werde aber trotzdem noch Infos einholen. Verstehe. Wenn du beim Haupttor vom Stall stehst und über die Straße blickst, ist Strohs Haus das auf der rechten Seite. So. Und die Seuche? Erzähl mir etwas darüber. Will das Schicksal nicht herausfordern, indem ich drüber red. Ich zitter, wenn ich nur daran denke. Ich glaube nämlich nicht, dass das die Pest ist. Hat uns erwischt, nachdem das Gesindel weg war. Erst sind die Gäule und das Vieh krepiert... Und jetzt sind die Leute dran. So wie Melichas Frau. Das arme Ding. Dann fragen wir noch nach Matthias. Ich suche nach Matthias. Ich glaube, er arbeitet hier auf dem Gestüt. Matthias. Warte, ich weiß. Der ist noch nicht so lange hier, stimmt's? Nicht lange, stimmt. Die Scheißkerle haben ihn erwischt. Er liegt im Gestüt. Sein Arm sieht schlimm aus, aber wenigstens lebt er noch. Danke. Gut. Danke, das ist alles. Gott behüte. Haben wir doch, obwohl es eine normale Dorfbewohnerin war, einiges rausgekriegt. Ich glaube auch zu wissen. Ich muss bloß das Gebäude sehen, dann weiß ich, wo der Gefangene ist. Dann finde ich auch denjenigen, welchen... Ich glaube, das war hier, wo ich auch gepennt habe. Matthias und die Seuche, die Quests machen wir denn demnächst weiter. Hallo? Oh mein Gott, genug. Das machen wir mal nicht. Tag, wie kann ich helfen? Vielleicht hat er noch was Neues? Es steht schlecht um uns. Sehr schlecht. Die Pest, das ist nichts Neues.
Wo finde ich Melicha? Wenn du beim Haupttor vom Stall stehst und über die Straße blickst. Sein Haus ist auf... Haupttor vom Stall. Ja, gut. Wie ich hörte, bissen die Schurken hier auf Granit. Zum Glück hat der junge Stroh sie schon früh erspäht. Das kennen wir auch alle schon. Danke. Ich möchte den Gefangenen sprechen. Tut mir leid, da darf niemand rein. Melichas Befehl. Ich bin Herr Ratzigs Gesandter und muss unbedingt den Gefangenen verhören. Selbst wenn du der Gesandte des Papstes wärst. Nein. Der will uns nicht reinlassen. Wenn du reden willst, frag Melicha um Erlaubnis. Na gut, dann müssen wir den doch finden. Wartet mal. Guck mal halt mal auf die Karte. Machen wir mal die Seuche aus. Matthias ist auch noch angekreuzt. Verstehe ich nicht. Hat das direkt was mit der Quest zu tun? Will mir gerade nicht einleuchten. Aber dann gucken wir halt mal in den Stall. Aber ich denke mal, das wird auch das Gebäude gleich sein, oder? Nee. Keiner da. Schweinerei. Wo liegt denn Matthias rum? Hier. Machen wir uns dann nach auf die Suche. Welch erfreulicher Anblick. Was tust du hier? Freut mich auch, dich zu sehen, Matthias. Ich untersuche in Herrn Ratzigs Auftrag den Überfall. Herr Ratzig? Wie es scheint, hast du es weit gebracht, Kumpel. Du bist sein Gesandter? Ah, so in der Art. Aber das tut jetzt nichts zur Sache. Freut mich jedenfalls, dass du Arbeit hast. Viele unserer früheren Nachbarn müssen betteln gehen. Wenn ich du wäre, würde ich schleunigst von hier weggehen. Hier geht irgendeine Seuche um. Eine Seuche? Die Leute sagen, es ist die Pest. So oder so, es ist schlimm. Es begann am Tag nach dem Überfall. Zuerst wurden die Pferde krank, dann anderes Vieh und jetzt die Leute. Scheiße. Bist du in Ordnung? Naja, zumindest habe ich mir nichts eingefangen. Aber du wurdest verwundet. Beim Angriff fiel so ein verfluchter Bandit auf mich drauf. Mit Pferd und allem. Mein Arm ist gebrochen. Aber besser der Arm als der Hals. Erzähl mir von dem Überfall. Was willst du wissen? Der wird detaillierter, oder was? Wie ich hörte, konntet ihr einen Banditen gefangen nehmen. Ich möchte ihn befragen. Yep. Der alte Melicha gab ihm eins mit dem Flegel auf die Rübe. Er hockt nun in der Scheune. Aber sei vorsichtig. Wieso das? Der Scheißkerl hat den jungen Stroh abgemurkst und sein alter Herr wetzt schon die Sichel. Melicha hat noch nicht entschieden, was mit ihm geschehen soll. Das kann ich dir sagen. Er wird ihn Herrn Ratzigs Gesandtem übergeben. Mir. Ich bezweifle, dass Melicha ihn freiwillig hier gibt. Die Leute hier lechzen nach Blut. Es gab Tote. Zuerst der Überfall und nun die Seuche. Weiß Gott, was sie vorhaben. Kannst du die Kerle beschreiben? Weiß nicht. Sie kam abends, also konnte ich ihre Gesichter nicht erkennen. Es waren um die 20, aber keine Kumanen. Sie sprachen Tschechisch. Du hast mit ihnen geredet? Nein, sie haben uns angebrüllt. Waren sich ihrer Sache anfangs sehr sicher. Aber als wir sie in die Wälder jagten, sahen sie nicht so tapfer aus. Ich weiß, dass es euch an Mut nicht mangelt. Aber wie kann sich ein Haufen Dörfler gegen bewaffnete Banditen behaupten? Einer der Jungs sah sie durch die Wälder streifen und benachrichtigte Melicha. Der weckte das ganze Dorf und alle schnappten sich, was es zu schnappen gab. Mistgabeln, Äxte, Flegel. Und dann stellten wir sie. Was? Ihr seid gegen sie ins Feld gezogen? Jawohl. Und das war der Schlüssel. Denn damit hatten diese Hurensöhne nicht gerechnet. Ein paar von ihnen gelang es trotzdem, zum Dorf durchzubrechen. Vermutlich wollten sie es in Brand stecken. Aber selbst die Weiber waren bewaffnet und überraschten die Bastarde eiskalt. Na gut.
Mal sehen, ob da noch irgendwas Interessantes ist. Ich bin noch nicht lang genug hier, um viel zu wissen, aber nur zu. Wo wohnt dieser Melicher? Wenn du die Stelle durch das Haupttor verlässt, siehst du zwei Hütten. Melicher wohnt in der linken. Na gut, dann suchen wir den halt jetzt auf. Was müsste ja das weiß getünchte Haus sein. Ich glaube, da war ich auch richtig im Prinzip. Weil da ist der Gefangene, ja. Da muss der doch hier irgendwo sein. Wo ist denn der Kerl? Grüß dich. Was ist hier geschehen? Kennen wir alle schon. Jesus Christus. Der allmächtige. Wo finde ich Melicher? Wenn du beim Haupttor vom Stall stehst und über die Straße blickst. Ey, die Remi auf. Danke, das ist alles. Der muss doch hier irgendwo rumkräuchen. Möge Gott über dich wachen. Da ist immer noch zu, okay. Der muss doch dann hier irgendwo sein. Arbeitet er irgendwas oder? Habe ich bloß wieder eine ausgeprägte Links-Rechts-Schwäche. Soll ja vorkommen. Oh, ist hier keiner? Außer diese blöde Wache. Oder ist es das Haus? Sind überall die Kreuze drin. Da sind zumindest mal Kerle. Vinzenz? Dorfbewohner, okay. Dorfbewohnerin. Wo steckt der Kerl? Irgendwo muss der doch sein. Das ist schon mal Stroh. Das ist gut zu wissen. Obwohl, wenn wir den erstmal anquatschen. Vielleicht der noch. Nein, ich will den nicht bestehlen. Nein. Nein. Sag mal. Krass, das jetzt alles ab, bis ich Perdischka, die brauchen wir auch nicht. Sag mal, das ist doch... Wenn wir bei den Stellen rauskommen, das linke Haus, das ist das Weiße hier. Hier kommen wir bei den Stellen raus. So, böp. Na? Definitiv. Muss doch sich irgendwo da rumtreiben. Gibt's doch nicht. Kann er nicht wahr sein? Wo steckt der Lump? Da ist jemand, vielleicht arbeitet der wirklich auf dem Feld gerade. Bitte, 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 bitte. Das kann doch nicht wahr sein.
gibt's doch nicht. Da ist er. Bleib stehen. Bist du Melicha? Ja, der bin ich. Ich muss mit dem Gefangenen reden. Und warum? Wer bist du überhaupt? Heinrich, Gesandter von Herrn Ratzig Kobilla. Ich ermittle wegen des Angriffs. Tut mir leid, ich habe gerade andere Sachen um die Ohren. Falls es dir nicht aufgefallen ist, hier wütet eine Seuche. Und Herr Ratzig hilft uns nicht damit. Ebenso wenig, wie er uns bei dem Angriff geholfen hat. Na, wie sollte er auch? Es hat noch gar keine Kunde von der Seuche Ratei erreicht. Aber ich bin jetzt hier und kann helfen. Da du Herrn Ratzig dienst, könntest du von Nutzen sein. Wenn nicht du, wer dann? Sag, was ich tun soll. Es gibt hier bei uns diesen Stallburschen, Matthias. Ja, den kenne ich. Er kennt da ein Mädchen, das in der Krankenstube des Klosters aushilft. Sie heißt Johanka, glaube ich. Vielleicht kennt sie jemanden, der helfen kann, falls sie wirklich dort ist. Ja, na gut, wir machen das einfach und fertig. Kloster. Wahrscheinlich unsere einzige Hoffnung. Danke, zumindest für den Versuch. Aber warum bedanke ich mich eigentlich? Liegt ja in deinem eigenen Interesse. Ohne Hilfe wird der Gefangene auch sterben. Wenn ich zum Kloster soll, muss ich so viel wie möglich über die Krankheit wissen. Ich muss auf jeden Fall die Symptome kennen. Man wird mich mit Sicherheit danach fragen. Schwer zu sagen. Mein Weib fiebert, andere plagt Schüttelfrost. Ich habe auch gehört, manche speien, wieder andere sind voller Geschwüre. Aber warum schaust du nicht selbst? Es wird viel geredet und ich weiß nicht mehr, was ich glauben soll. Alles klar, ich schaue mir das an. Ich habe die betroffenen Häuser mit Kalk markiert. Aber bleib nicht so lange dort. Das habe ich gewiss nicht vor. Alles Gute. Na gut, dann würde ich sagen, im nächsten Part werden wir uns mal den Häusern annehmen. Und die Seuche untersuchen. Und dann eben ins Kloster fahren und der Johanka Bescheid sagen, dass die uns irgendwie hilft. Wir machen das, ne? Aber im nächsten Part, Leute. Haut rein.